Hallo, ich bin's, Kaya Löffler, und willkommen zum Jagdfieber. Mein heutiger Studiogast, Kolja Löffler, was für ein saugeiles, emotionales Spiel gegen HSV Hamburg. 28-25. Kolja, wie hast du die ganze Geschichte erlebt? Ich habe eifrig mit der Mannschaft mitgefiebert, haben sehr stark zusammengespielt, gut in der Abwehr gestanden. War auch ein sehr körperbetontes Spiel und zum Glück mit einem deutlichen Sieg für uns. 28-25, ich will gar nicht drüber reden, ich will 10. Die Füchse zeigen Willen und Kampf zum richtigen Zeitpunkt. Im Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Hamburg steht es 25-24, als der bis dato überragende Peter Nenadic den Ball verliert. Doch erst Matthias Sachison und dann Pavel Horak erkämpfen sich gegen Marti Flor den Ball zurück. Und dann trifft am Ende der Konterkette Fabian Wiede zum vorentscheidenden 26-24. Ich denke, heute haben wir überragendes Spiel gezeigt. Wir haben super gekämpft in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir einfach überragend gespielt. Kann man nicht anders sagen. Und daher denke ich schon, dass wir sehr gut unser Charakter gezeigt haben und jetzt weitermachen können. In einer vor allem in der ersten Hälfte emotionalen Partie braucht man auch mal eine Ruhepause. Berlins neuer 7-Meter-Schütze Fabian Wiede trifft unterdessen keck gegen Ex-Nationaltorhüter Johannes Bitter. Auf der anderen Seite rettet der aktuelle Nationaltorhüter Silvio Heinevetter gegen Adrian Pfahl. Neben Silvio Heinevetter kann sich im Angriff der Berliner im ersten Durchgang immer wieder Fabian Wiede in Szene setzen. In dieser Aktion setzt sich der Rückraumakteur gekonnt gegen die Hamburger Deckung durch. In der darauffolgenden Aktion nutzt Wiede seine Wurfstärke sehr zum Leidwesen von Hamburgs Trainer, der dann auch einen Abspielfehler seines Teams beobachten muss, den Silvio Heinevetter und Frederik Petersen, ein Fuchs mit Hamburger Vergangenheit, zum 12-10 ausnutzen können. Den letzten Treffer vor der Halbzeit markiert Evgeni Pefnov zur 13-10 Führung. Ja, ich denke, unser Trainer wartet jedes Mal, dass wir alles geben bereitet uns eigentlich auf alle Spiele sehr gut vor. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen, letzten Tagen ein bisschen härter trainiert. Das merkt man schon und vielleicht hat es uns auch besonders gut. Die zweite Hälfte beginnt wieder mit einem Treffer eines Kreisläufers. Jesper Nielsen mit dem ersten Füchse-Tor in Halbzeit 2 nach schönem Anspiel von Peter Nenadic. Silvio Heinevetter pariert unterdessen gegen Hamburgs Linksaußen Thorsten Jansen. Und dann beginnt die große Show des Peter Nenadic, der sich zunächst, koste es was es wolle, gegen die Hamburger Deckung durchsetzt. Bei den Hanseaten setzt Welt- und Europameister Pascal Hens nun die Ausrufezeichen aus dem Rückraum. Und bei den Füchsen wieder Peter Nenadic. Er hat heute vorher in der zweiten Halbzeit überragend gespielt, hat einfach überragender Shooter auch für den Mittelmann, trotz seiner Spielintelligenz, und daher ist er schon extrem wichtig gewesen heute in der Phase. Wurfgewaltig, abschlussstark, schwer ausrechenbar. Peter Nenadic beweist in dieser Partie, warum man ihn vor der Saison in die Hauptstadt lotste. Unterbrochen wird die Nenadic-Show kurz von der Tatsache, dass sich die Gäste bis auf einen Treffer herangekämpft haben. Doch auch Füchse-Torhüter Peter Stochel beweist in dieser Partie noch seine Klasse, kann in dieser Szene gegen einen weiteren Altmeister der Hamburger Rechtsaußen Stefan Schröder parieren. Und im Angriff hat Peter Nenadic dann doch noch einen Wurf im Repertoire, diesmal der Heber gegen Johannes Bitter, 24-22. Die Füchse siegen am Ende mit 28-25, auch dank 8 Treffern von Fabian Wiede. Ich habe eigentlich mit einem Fehlwurf angefangen, aber ich mache mir einfach keinen Kopf. Ich mache einfach, wenn ich die Chance habe, werfe ich weiter. Und irgendwann kamen einfach die Würfe und die Tore und der Rhythmus kam und dann war ich einfach drin und ja, war einfach ein gutes Gefühl auch. Wenn alle Rädchen ineinander greifen, dann ist bei den Füchsen so einiges möglich. So wie beim Sieg gegen den HSV Handball. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, es ist kein April-Scherz, denn wir haben ja heute den 1. April. An dem wir gespielt haben gegen den HSV Hamburg. Wir haben 28-25 gewonnen. Wir haben ein wirklich sehr, sehr emotionales Spiel gesehen. Was war deiner Meinung nach der ausschlaggebende Punkt,
dass wir den HSV in vielen Phasen wirklich dominiert haben? Ich denke, dass die Abwehr heute relativ gut stand. Hinten erste Halbzeit Heine überragend gehalten hat und zweite Halbzeit Stochel nahtlos daran angeknüpft hat. Und ich denke, dadurch haben wir auch ein paar einfache Tore und sind damit gut gefahren. Ein paar einfache Tore hat heute auch wieder Peter Nenadic gemacht. Das sieht immer so einfach aus. Ist er so schwer zu verteidigen, oder? Ja, weil man ihn nicht genau einschätzen kann, was er jetzt genau macht. Ob er jetzt links lang geht, rechts lang geht oder ob er einfach mal einen Schlagwurf über Kopf macht. Und das macht ihn sehr schwer, glaube ich, zu verteidigen. Was war heute deine Lieblingsszene im Spiel? Zum Schluss, als Stochel nochmal den Ball hält und dann nochmal ein einfaches Tor, Gegenstoß passiert und wir das Ding endgültig im Sack haben. Also ich fand den ersten, ich glaube der erste 7 Meter von Fabi, den er den wunderbar über den Kopf hebt, ein Traumtor, oder? Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Tor. Also macht auch nicht jeder gegen Bitter, weil Bitter ja relativ groß ist im Tor. Traut sich auch nicht jeder, da so einen schönen Leger am Kopf vorbeizumachen. Ich glaube, Peter hat das Ganze von links außen dann auch nochmal in der zweiten Halbzeit wiederholt. Kann man auch als Traumtor sehen. Ja, also waren heute ein paar schöne Tore auf jeden Fall dabei. Hättest du denn auch gerne mal wieder ein paar Traumtore gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich kann das gar nicht mehr abwarten, dass ich wieder auf die Platte kann und mal wieder selber spielen kann. Was denkst du, wie lange wird das noch dauern? Das kann man so nicht genau sagen. Ich habe jetzt in 3 Wochen nochmal einen Arzttermin und dann kriege ich halt eben immer von Termin zu Termin wieder Bescheid, ob ich mehr machen darf, weniger machen darf oder so bleiben soll. Aber man hat ja im Kopf selber so ein Ziel, wo man sagt, da möchte ich eigentlich wieder spielen. Gibt es für dich ein Ziel? Auf jeden Fall. Also mein Ziel ist, dass ich auf jeden Fall nochmal die Saison spiele. Wird bestimmt so zum Ende der Saison hinhauen. Wenn es vorher nochmal klappt zum EHF oder Pokal, würde es mich sehr freuen. Aber das kann man nicht genau sagen, ob das funktioniert oder nicht. EHF-Pokal ist ein gutes Stichwort. 16. 17. Mai. Beim letzten Mal habe ich Fabi gesagt, Mensch, sag was an die Fans. Jetzt könnte genau deine Sekunde da sein oder deine mehrere Sekunden, ein bisschen was zu erzählen darüber, was die Fans machen sollen, damit sie alle in die Halle kommen. Was die Fans machen sollen, dass sie in die Halle kommen sollen? Naja, also wenn die herkommen, die haben hier 4 schöne Spiele mit Leidenschaft und jeder will einen Pokal holen. Dazu ist es, wir als Berliner richten das Turnier aus und brauchen eure Unterstützung. Und vor allen Dingen, wir holen diesmal den Pokal, oder? Auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir es ja leider ein bisschen versaut. Und dieses Jahr, denke ich, werden wir es besser machen. Wir wissen auch, wie es geht im Pokal. Haben wir es ja letztes Jahr auch schon gesehen. Und ich denke, dadurch werden wir gute Chancen haben darauf. Gute Chancen? In einer anderen Sportart hat ein ehemaliger Mitspieler, Lansana Teumer, Lani gesagt, ganz kurz, den du ganz gut kennst, mit dem du auch immer noch viel zusammenhängst. Was macht er gerade? Der spielt Football, hat letztes Jahr noch für die Berlin Adler gespielt. Ja, stehe immer noch sehr viel gut in Kontakt mit ihm und bin letzte Saison auch relativ häufig mal zum Spiel zugucken gegangen durch ihn. Und ich habe gehört, du hast auch mal kurz mit trainiert. Ja, ich habe es probiert, aber ich konnte ja leider noch nicht so viel machen, weil mein Knie das ja noch nicht alles mitmacht. Und ich freue mich darauf, wenn im Sommer wieder alles gut ist, dass ich da nochmal hingehen darf. Wie unser kleiner Womanizer Kolja Löffler sich geschlagen hat in der handballfremden Sportart Football, das sehen wir jetzt. Anders als beim Handball, ne? Ein bisschen beengt alles so. Ganz gut. Ich hätte Lust, jemanden umzutackeln, muss ich sagen. Meine Beziehung zum Football kommt eigentlich daher, dass Lansana Munda mal hier früher, also bis letzte Saison bei den Adlers eigentlich gespielt hat. Und daher war ich auch ein, zwei Mal zugucken, durch ihn über Karten rangekommen bin. Vom Füchsen halt, wusste ich schon jahrelang, dass es die gibt, aber halt der ersten Bundesliga, das war dann halt ja, schön. Und dann in den letzten Jahren auch, dass wir Max-Schmeling-Halle spielen, also neben uns sozusagen, ich bin im Jahn-Sportpark, das hat man dann auch mal öfter mal mitbekommen. Ja, und von Kolja Löffler, ja, ein bisschen was dann über den Lani sozusagen, wie er ihn nennt. Also, wir nennen Lansana. Das ist halt ein bisschen ein anderer Spitzname, aber okay. Darüber dann ein bisschen was gehört. Aber ansonsten, so, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Spielern an sich selber noch nicht so viel. Ich wüsste jetzt nicht, wer ist. Dankeschön, Kolja. Schönen guten Tag. Ja, willkommen beim Berlin Adler. Ja, du bist hier, um ein bisschen jetzt Football, ein bisschen Training mitzumachen, ja, einfach mal kennenzulernen. Ja, so wie es geht. Ne? Okay, ich bin ja leider noch verletzt, aber ansonsten... Ein bisschen angeschlagen, okay, ja. Aber werfen wirst du können. Werfen werde ich können. Das okay, dann müssen wir kurz gut. In die Kabine gehen und darum werden wir eine Ausrüstung anziehen. So, okay, das ist jetzt die Umkleidekabine. Hier ist die Ausrüstung. Ich werde dir jetzt gleich ein bisschen helfen, das ist ein bisschen mehr anzuziehen. Und dann wird das schon hinhauen. Das kriegen wir schon hin, denke okay, ich. Okay, super. Jetzt da reinzwängen. Am besten mit den Händen zuerst in die Ärmel rein.
Genau. Dann einmal Kopf durchstecken und dann wird das schon. Sehr gut. Okay, lass das Jersey noch ein bisschen oben. Ein bisschen hinten die Kote noch rausholen. So dachte ich erstmal, cool, am liebsten würde ich gleich jemanden mal umtackeln, mal gucken, wie das ist mit so einer Polsterung, weil wir ja ohne Rüstung oder irgendwas spielen. Ja, und dann habe ich gemerkt, ist schon ganz schön beengt, also bin ich eigentlich schon ganz schön froh, dass wir sowas nicht brauchen oder benutzen müssen. Okay, so, jetzt den Helm aufsetzen, wichtig dabei, Zeigefinger in die Ohrlöcher rein, okay, Daumen hier unten runter und dann erstmal auseinanderziehen, bevor du aufsetzt. Super. Okay, jetzt nach vorne ein bisschen runter. Ist doch wie angegossen. Sehr beengt so. Du hast nicht mehr auf einmal den Sichtfeld, was du sonst hast. Du kannst dich nicht ganz so gut drehen. Aber an sich, ich glaube, wenn du sowas als Schutz hast, denkst du, gehst du ein bisschen anders damit um. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Du hast schon mal die Finger auf der Naht. Vielleicht ein bisschen weiter hier runter den Grip verlegen. Okay, Zeigefinger und Daumen auf der Naht. Zwei Finger breit Platz hier drunter. Luft. Luft lassen im Handgewölbe, dass du wirklich nur mit den Fingerspitzen, mit den letzten Gliedern den Ball berührst. Okay? Und so sieht das Ganze dann aus. Und nachher, wenn du den Ball wirfst, wir werfen ja einhändig die ganze Geschichte, muss Folgendes passieren. Ja, wir haben den Ball jetzt hier und wenn du jetzt die Hand vorwärts bewegt, gehen die Finger einzeln weg, klappen ab. Der Zeigefinger ist der letzte Finger. Siehst du das hier? Der ist ja der letzte Finger, der den Ball berührt. Und die Hand klappt nach außen so ein bisschen. Ja, so ein bisschen runter, nach außen, so etwas in der Richtung. Genau. Und dadurch kommt diese Drehung mit rein. Total anders, weil du hältst den Ball nicht mit der ganzen Hand, wie wir das machen, sondern eigentlich nur mit den Fingerspitzen und fängst eigentlich auch nur mit den Fingerspitzen und Daumen. Und das ist halt eben sehr ungewohnt für einer, der sonst mit der ganzen Hand fängt. Wenn du jetzt den Ball fangen willst, okay, das heißt, wenn alles über der Schulter, versuchst du den Diamond zu machen, okay? Also richtig schön so ein Diamant drin, Finger locker, leicht gebeugt, dass der Ball halt, wenn er ankommt, Hände zusammen, Finger zusammenlassen. Also, immer okay? Zusammenlassen. Ja, genau. Ja, wenn du nicht zusammenlässt, so ein hart geworfener Ball, der fliegt den Flutsch da durch. Okay, also ganz leicht auseinander geht vielleicht, aber erstmal zusammenlassen, so für den Anfang. Ja, und sobald er dann unter deinen Schultern kommt oder unter deiner Nummer, ja, kommt er dann halt mit den Pinkies zusammen. Und auch wieder weit weg vom Körper. Ja, genau, weil von hinten kommt einer, der will den Ball dann auch eventuell haben. Okay. Okay? Und du willst ihn halt so weit wie möglich weg von dir fangen, weil er am höchsten Punkt und so schnell wie möglich dran hast. Okay? Okay. Wenn du den Ball dann hast, dann schnappst du ihn dir, schaust ihn an und packst ihn weg. Okay? Dann nehmen wir verschiedene. Sicher, ja. Genau, sichern. Genau, damit du hier verschiedene Punkte hast. Ansonsten, wenn du ihn so wie ein Brotleib durch die Gegend trägst, ja, warst du beim Bäcker, kommst du damit durch die Gegend. Genau, schlägt einer raus. Das Schwerste ist eigentlich das unten fangen, muss ich sagen, weil so fangen wir gar nicht, dass wir umgreifen müssen. Und dass du halt eben wirklich immer nur die Fingerspitzen hast und nicht so wie sonst die ganze Handfläche. Also da können wir jetzt leider erstmal nur so ein bisschen vom Körperbau ausgehen, weil laufen konnten wir ihn ja nicht wirklich lassen. Das ist halt die kleine Vorschädigung da. Aber allein von der Körperposition können wir erstmal ausschließen, dass er in der Linie spielt. Das ist das, was ich früher gespielt habe auch, ist dann halt Leute durch die Gegend schieben ungefähr. So muss man sich das vorstellen. Das wird er wahrscheinlich nicht machen, da wird er ein bisschen zu wenig auf den Knochen drauf. Vielleicht etwas Receiver, Wide Receiver, das heißt Ballfänger vielleicht etwas in der Richtung oder auch in der Defense-Seite, Defensive Back. Das wären so die Sachen, die er spielen könnte. Das ist dann der Passverteidiger. Gute Arbeit. Dankeschön. Hat es dir gefallen? Auf jeden Fall. Okay. Mal was anderes zu machen. Okay. Ein bisschen ungewohnt zu werfen, aber ansonsten war es eine coole Sache. Das ist die Kleinigkeit. Sache. Fangen und werfen ist ein bisschen anders bei uns, aber super, sehr gut. Ja, hast du gut eingefunden. Mensch, Kolja, wir haben gesehen, das hat ja verdammt viel Spaß gemacht, aber ehrlicherweise geht es dem Berlin-Adler nicht ganz so gut. Sag mal ein bisschen was dazu. Ja, leider geht es denen gerade nicht ganz so gut. Die sind zwar schon auf einem guten Wege, dass sie es finanziell jetzt wieder alles hinkriegen. Und ich hoffe auch, dass viele Leute die unterstützen. Und es ist ja auch schön, mal zu anderen Sportarten zuzugucken zu gehen, als die Hauptsportart, die man oder jeder Typ für sich selber betreibt. Also von daher ist es immer eine schöne Abwechslung, so vielfältig zu sein. Und es wäre schade, wenn man die Berlin-Adler hier in der Hauptstadt nicht mehr so sehen würde. Ich glaube, da gibt es ein Projekt, das nennt sich Crowdfunding. Richtig, davon habe ich auch gehört und auf jeden Fall. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, mein Studiogast Kolja Löffler, und wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest. Die Geschenke, die haben wir uns schon selber gegeben.